Der VfL Pirna-Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Saisonstart in der Fußball-Landesliga. Der VfL Pirna-Kopitz trifft im Eröffnungsspiel auf Motor Wilsdruf. Und in der Startelf der Hausherren stehen gleich drei neue. Neben Tim Reichel, der von Borea Dresden kommt, spielen der Ex-Laubegaster Nico Wehrmann sowie Jakub Ulier von Beginn an. Der 26-jährige Ulier überzeugte im Probetraining und stürmt nun für den VfL. Wir hatten auch das letzte Jahr mit Stefan Höhr einen sehr, sehr großgewachsenen Stürmer drin. Wir haben natürlich adäquat versucht, da sowas zu ersetzen und sind da glücklicherweise fündig geworden mit Jakub. Man merkt natürlich auch, dass da noch nicht so die Bindung im Spiel ist, weil er in der Vorbereitung auch die eine oder andere Woche gefehlt hat, auch teilweise durch Corona-Impfungen und so weiter. Er hat aber jetzt immer mehr Anschluss gefunden. Er ist körperlich noch nicht da, wo wir ihn unbedingt haben wollen. Aber man merkt natürlich, ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der vorne viele Bälle festmachen kann und trotz allem noch sehr, sehr beweglich ist. Und ich denke, wir werden noch viel Freude an ihm haben. Gegen den Landkreisrivalen aus Wilsdruf konnte der tschechische Stürmer sein Können nur hin und wieder unter Beweis stellen. In einer chancenarmen ersten Halbzeit ist er aber genau dann zur Stelle, wenn man einen Stürmer braucht. 40. Spielminute, Eckball VfL und Jakub Ulier hat viel zu viel Platz. 1:0, das erste Tor der neuen Saison erzielt von einem Neuzugang. Zudem kam die Hereingabe von Tim Reichel, ebenfalls ein Neuer im VfL-Trikot. Ich schlage es einfach rein und wir haben es am Montag im Training geübt, wie wir reinlaufen und es hat funktioniert. Was vorne passt, geht hinten aber schief. Schlechtes Stellungsspiel von Ronald Wolf, zu viel Raum für den Wilsdrufer Yves Morgenstern und der macht das richtig gut. 1:1, noch vor der Halbzeitpause gleichen die Gäste aus. Verdient, weil Motor Wilsdruf zu diesem Zeitpunkt etwas mehr vom Spiel hat. Die haben das sehr, sehr gut gemacht, defensiv. Gerade die erste Halbzeit waren sie sehr enger Mann, waren präsent, haben uns immer zu zweit oder zu dritt unter Druck gesetzt, gerade im Ballbesitz und haben dann auch im Umschaltspiel immer wieder viele Männer, die ins Tempo gehen, die in die Bewegung kommen und haben uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Doch je länger das Spiel dauert, desto stärker wird der VfL. Bei sommerlicher Hitze erarbeiten sich die Gastgeber ein Chancenplus. Scholz, Kärtner und Kötsch, sie alle aber bringen den Ball nicht im Tor unter. Hektisch. Dann die Schlussphase. Der Druck der Kopitzer wird immer größer und als beinahe die halbe VfL-Mannschaft im Wilsdrufer Strafraum liegt, entscheidet Schiedsrichter Martin Gläser auf Elfmeter. Nun, so wirklich klären unsere Bilder die Situation nicht auf. Ein schmeichelhafter Strafstoß ist es allemal. War undurchsichtig, dadurch, dass glaube ich, Tim war noch im Spiel den Ball weggespitzelt hat, dann ich noch. Merkst halt hinten nur einen Kontakt und ja, zu Boden gegangen und Elfmeter. Kapitän Philipp Kötsch schnappt sich den Ball und verwandelt sicher 2:1 die später aber jetzt durchaus verdiente Führung für die Kopitzer. Doch wie war das gleich nochmal mit dem Vorsprung verteidigen? Es läuft die Nachspielzeit und diesmal ertönt der Pfiff des Schiedsrichters auf der anderen Seite. Gläser will in dieser Szene ein Handspiel von Nico Wehrmann gesehen haben, war es nicht, den Strafstoß aber gibt es trotzdem. Yves Morgenstern hat den Ausgleich auf den Fuß, scheitert jedoch am Pfosten. Bitter für Wilsdruf, Glück für Pirna. Die Gäste werfen in den letzten Sekunden alles nach vorn. Auch Schlussmann Michael Arnold hält es nicht mehr im Tor. Bei Ballverlust ist das aber fatal. Der eingewechselte Sebastian Scholz mit gutem Auge hat leichtes Spiel. Ab ins leere Tor und hinein in die Kopitzer Glückseligkeit. Der VfL schlägt Motor Wilsdruf mit 3:1 und der VfL-Kapitän sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg. Es wird tendenziell so weitergehen wie heute. Ne? Es wird eine Handvoll Mannschaften geben, die extrem ballbesitzorientiert spielen wollen. Da wollen wir auch schon hin, aber es ist teilweise nicht möglich. Ist ein Entwicklungsprozess, dadurch, dass wir viele Junge haben. Ja, dann muss man jedes Spiel nutzen, um mehr ranzukommen, sich entwickeln. Und dann denke ich, da können wir Punkte und Siege einfahren. Den nächsten Schritt können die Kopitzer am kommenden Wochenende machen. Der Gegner ist dann die Sportgemeinschaft Taucher. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna-Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.